Hallo, ihr Lieben, wir sind wieder unterwegs. Das heißt, wir haben Wochenende, es ist Samstag. Wir haben gerade, also wir kommen runter von unserem Berg runter und haben 22,5 Grad, werden es aber unten wärmer haben. Es wird so bis 24, 25 Grad unten sein, schätze ich. Ja, wir fahren wieder mal runter ans Meer. Nach einer stressigen Woche. Ich weiß nicht genau wohin, deswegen kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber es wird sich zeigen im Laufe der Fahrt. Entscheiden wir uns schon noch, wo wir hinfahren. Jetzt geht es erstmal bergrunter. Wir haben Mitte Februar und wir haben durchweg Sommer oder Frühling, kann man dazu sagen. Also wir hatten bis jetzt noch keinen Winter. Nicht, dass ich den Winter vermisse, ich habe ihn nicht vermisst. Mir sagen Einheimische oder Leute hier aus unserer Gegend, die hier leben, von hier sind, das wäre aber nicht typisch für hier. Wir wohnen, ich schätze mal, so circa 400 Meter hoch, also doch ziemlich hoch auf einem Berg. Da ist es im Winter doch kühler als unten. Das heißt, wenn unten, ja so 5 Grad weniger als unten, 4, 5 Grad weniger als an der Küste. Und bis jetzt ist es durchweg auch oben warm. Also wir haben durchweg Sommer oder einen schönen Frühling. Ganz wenig Regentage nur, was halt auch ein bisschen blöd ist für die Leute, die hier anbauen und überhaupt für die Insel. Aber wie gesagt, ich genieße das schöne Wetter, vermisse den Winter überhaupt nicht. Also auch kein Stück die Kälte. Und jetzt fahren wir erstmal weiter. Ja, wir sind jetzt in La Caleta, also wir sind hier nur kurz. Das ist eines so dieser kleinen Küstenorte, die es hier gibt am Wasser. Und ich werde jetzt mal kurz runtergehen und euch das Meer zeigen. Es geht ziemlich steil hier, ich weiß, das sieht man nicht so im Video, aber hier ist dieser Ort, also das Schild von dem Ort. Wie man sieht, ist es hier ziemlich wellig, also heute ist es ziemlich rau vom Meer. Und es steht auf dem Schild, dass es gefährlich ist, hier zu baden. Naja, ich hatte heute auch nicht vor zu baden, aber kann mir schon vorstellen, dass das hier... ...etwas wellig ist. So ein schönes kleines Haus. Ich glaube, hier würde ich auch gerne wohnen. Wow, ist das schön. Boah, ich liebe dieses Geräusch, dieses Klatschen der Wellen. Schade, dass man den Geruch nicht vermitteln kann. Das ist so ein herrlicher Geruch. Ich finde besonders hier am Atlantik, also ich habe ja vorher direkt am Mittelmeer gewohnt, fand das natürlich auch schön, aber dieser Atlantik hat so einen intensiven Geruch. Was man da hinten als Dorf sieht, zoom mal was ran, das ist El Puertito. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht vor so einem Stein renne. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön? Thank you.
So, Pilusi gefällt sie auch, meinem kleinen Hund. Ja, wir werden jetzt gleich zurückgehen und noch mal ein Stück weiterfahren, aber nur ein kleines Stück heute, weil die Sonne steht noch ziemlich gut. Und werden da noch ein bisschen die Nachmittagssonne genießen. Wir sind jetzt in Los Barrancos. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin das erste Mal jetzt hier. Ich war hier noch nie, obwohl das ganz bei uns in der Nähe ist. Ist nicht weit weg. Wir sind also eben durch Punta Prieta durch und wollten da anhalten, aber sind dann doch weitergefahren. Ich muss euch gleich mal was zeigen. Es ist echt so schön hier. Komm, Hundi. Schaut euch das mal an. In dieser großen Höhle sind einige Häuschen reingebaut worden. Sieht das nicht süß aus? Teilweise bunt bemalt. Teilweise auch etwas verkommen, runtergekommen. Es ist ja ein süßer Ort hier. Ziemlich klein, aber auch ziemlich süß irgendwie. Hier kann man hochgehen und ist direkt am Wasser. Boah, ich glaube, hier würde ich auch gerne leben. Find ich ja süß hier. Faszinierend. Was für süße kleine Häuschen. Schön geschützt durch die riesige Höhle. Echt nett hier. Hier geht's also in die Höhle. Wir gehen jetzt mal hier runter.
Wow. Wow, hier ist so ein Naturschwimmbad, ist aber kein Wasser drin. Gerade. Ach, wie cool, wie schön. Ist das schön hier. Sensationell. Ich glaube, ich werde hier mal im Sommer hingehen. Mal sehen, ob man dann hier schwimmen kann. Ich zeige euch noch mal kurz das Schild. Es gehört noch alles zu Guima. Das ist die Gegend, wo wir herkommen. Ist das schön hier. Ich bin so begeistert. Ich finde das so genial. Die Insel ist irgendwie doch so groß und hat so viele kleine, süße Locations, die man noch entdecken kann. So, meine alte Lady muss ich immer hochtragen, weil sonst schafft die nicht mehr so viel. Die ist schon so alt. Das heißt, die ist 15. Für einen Hund ist das ja doch leider sehr alt. So, komm. Pelusa. Hier ist eine kleine Kirche oder eine kleine Ermita. Santa Lucia. Ich muss da mal hingehen mit meinem Hund. Kurz mal reingucken. Ach, was sind das für schöne Häuser. Ach, wie hübsch. Meine Güte. Ach, ist das schön hier. Mal kurz reingucken. So, wir gehen jetzt zum nächsten Ort oder fahren, wie gesagt, gehen jetzt zu unserem Auto erstmal und dann schauen wir uns das nächste an, was hier kommt. Wir sind jetzt in La Puente und das ist jetzt der nächste Ort. Ist auch so ein kleines Örtchen nur und ich wollte jetzt kurz mal an diesen kleinen Strand hier. Sieht irgendwie so nett aus. Ich glaube, hier möchte ich auch wohnen. Finde ich auch ganz süß hier. The ocean is my medicine. Wenn das Geräusch des Meeres deine Gedanken übertrifft, dann bist du an dem besten Platz. Das ist meine Interpretation, meine Übersetzung. So, hier
bin ich angekommen. Agua Salada Alma Lavada, das heißt, salziges Wasser reinigt die Seele. Ist das nicht süß hier? So, wir fahren jetzt mal weiter, ein kleines Stück weiter. Jetzt sind wir wieder auf der Autobahn, das heißt, wir fahren gleich wieder drauf und fahren jetzt in den nächsten Ort. Wir sind jetzt in Guima unten, fast alle Orte, bis auf einen, den zeige ich euch ein andermal, sind wir fast alle kleinen Örtchen abgefahren und fahren jetzt außerhalb von Guima noch zu einem kleinen Ort, der heißt Las Heras. Ich glaube, ich war da noch nie. Manchmal bin ich mir nicht sicher, weil ich die Namen oft vergesse. Ich werde euch jetzt mal mitnehmen und mal schauen, wie dieser kleine Ort aussieht. Jetzt gerade ausgestiegen in Las Heras und meine Hose ist ein bisschen nass. Oh. Warum? Ich habe mir nur Wasser über die Hose geschüttet, mehr nicht. Es gibt hier ein Centro Cultural Las Heras. Ja, im Vergleich zu den anderen beiden Dörfern oder drei Dörfern ist das ja mal riesig. Sieht hier um einiges größer aus. Wir gehen jetzt zum Strand. Das Café hat leider zu. Oh, hier geht's zum Strand. Boah, das sieht ja cool aus. Gigantische Wellen. Hier gibt es einen schönen schwarzen Vulkanstrand mit schönem Sand und etwas Steinen. Ist das nicht schön hier? Gebadet hat, kann man sich das salzige Meerwasser abduschen. Sehr, sehr fein. Ja, es ist schon ein größerer Strand. Thank you.
So, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die nächsten Tage erwartet euch ein neues Video von mir. Okay, bis bald. Ciao.